Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier eingeschaltet hast. Ja, die erste Jahreshälfte ist schon vorbei. Jetzt beginnt gleich bald demnächst ab Mai dann die zweite Jahreshälfte 2021. Ich beginne einfach halt mal mit Beruf und Finanzen, da aufgrund der momentanen Situation oder der Begebenheit mit dem Bacillus C dementsprechend viele um ihre Arbeitsplätze bangen. Oder auch einige ihre Arbeitsplätze verlieren könnten, es auch einen Umbruch gibt. Und da möchte ich gerne einfach halt mal mit damit starten. Ich werde einfach halt die Elemente, also die vier Elemente, das heißt Luft, Wasser, Feuer und Erde, in einem kompakt machen. Ja, da müsst ihr euch von euren Sternzeichen selbst das dann herausfinden, wo ihr von ungefähr steht, und dann spult ihr einfach vor, ja, ganz einfach, und mal gucken, was da für euch dann herauskommt. Ich werde einfach vormischen, um dann diese Zeitkapazität hier auch ein bisschen einzusparen, weil mein erster Smartphone ist vor ein paar Tagen kaputt gegangen, mit dem ich noch die Orakeln gedreht hatte für die letzten Monatslegung für den Mai 2021. Und ich bin eine Paraphysikerin und experimentiere im Bereich der Transvision, also nicht in Transkommunikation, sondern in Transvision. Und das ist ein derartiger Akkuverbrauch, zuzüglich halt auch noch, dass der Datenvolumen für den Chip intern in diesem Smartphone so schwer überlastet ist. Bei so viel Datenvolumen ist es dann kein Wunder, dass dann der Akku spinnt und dass dann halt irgendwann wann ich mein Smartphone wie gemacht, ja, und dann jedes halbe Jahr darf ich mir einen neuen Smartphone kaufen, ja, und das ist jetzt ganz akut. Momentan ist das so, dass im Mai mein Computer repariert wird. Ich muss einen total neuen Motherboard einbauen lassen, weil mein CPU-Chip kaputt gegangen ist, und ja, und ich brauche einen DDR4, also DDROM 4 anstatt DDR3, weil ich unwahrscheinlich viele Bilder kreiert hatte für mein Global Freedom United Projekt. Also weil ich bin sehr stark aktiv für den Weltfrieden, und ich habe mein eigenes Label und dementsprechend, ja, also 143 Bilder plus noch Filme dazu, das ist eine Überlastung für den Rechner gewesen, hoch 10. Gut, natürlich, die Qualität von diesem Rechner war ja auch nicht so groß, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Dadurch ist auch mein, ja, CPU-Chip kaputt gegangen. Interessanterweise hinterher noch so ein paar andere Dinge, die halt irgendwie da nicht mehr so richtig funktioniert haben. Ja, jetzt wisst ihr halt Bescheid. Es kann sein, dass vielleicht halt ein Orakel halt mal ausfallen könnte. Und zwar für die Monatslegung im Juni. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch halt mit diesem Smartphone halt noch die Monatslegung machen kann. Wenn ich dann halt so den hier auch verlieren sollte, dann wisst ihr halt Bescheid, woran das liegt. Ja, dass ich, ja, kein Geld dann vielleicht halt für ein neues Smartphone habe. Ganz einfach, das ist so. Spendegelder kriege ich ja eher gar nicht von meinen Zuschauern. Ja, weil heutzutage spart jeder, ist auch logisch. Wir müssen alle irgendwo mit unserem Geld ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. Klar. Ne? Falls Interesse sein sollte, dass jemand von euch halt gerne spenden möchte, dann ist es okay. Dann schicke ich euch auch gerne meine Kundendaten. Das ist gar kein Thema. Aber normalerweise wünsche ich mir wesentlich mehr, dass ihr mich dann halt unterstützt mit meinem Global Freedom United Projekt. Das wäre mir am wichtigsten, meine Lieben. Okay, ich mache jetzt einfach halt mal Schluss. Werde jetzt einfach halt mal die Legungen machen nach dem Elementenprinzip. Das heißt, Luft, Wasser, Erd- und Feuerelemente. Und ihr spult einfach nach vorne, ja, wo euer Sternzeichen ist, und dann schauen wir mal, wie dann halt eure Finanzen aussehen werden oder eure Karriere in der Hinsicht. Also, ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und seid vorsichtig.
denn die Welt spinnt zurzeit halt draußen ganz intensiv, ja, gerade halt die Behörden, ja, muss ich so sagen. Menschenrechtsverletzung pur ohne Ende, ja, das hat mit Covid schon gar nichts mehr zu tun. Also 444 habe ich gerade gesehen gehabt, also check up, guckt eure Orakeln und ja, ihr könnt mir gerne einmal liken und auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet, ja, das könnt ihr auch machen. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Film halt weiterleiten an eure Freunde, Bekannten, Verwandten, die gerade momentan selbst in einer finanziellen Krise sind. Also ich wünsche euch was. Bis dann. Hallo meine Lieben, Luftzeichen. Ich habe hier keinen Auswahl-Orakel gemacht. Also das ist Spalte Zwilling, Spalte Waage und Spalte Wassermann. Ich beginne ganz normal mit den Zwillingen und ende mit dem Wassermann. Und wir wollen jetzt mal gucken, was bei dir herauskommt, lieber Zwilling. So, mein lieber Zwilling, hier ist deine Legung. Ich habe fast vergessen gehabt, euch die Allgemeinenergie euch noch zu berichten. Und zwar habe ich einmal, so ähnlich wie bei dem Wasserzeichen, die Wendeltreppe. Aber dann habe ich auch Gericht oder Rechtsprechung und dann den Ring. Der Ring kann jetzt auch für Verträge stehen oder für Verstrickungen, aber da es ja für Beruf und Finanzen geht, hat das eher halt was mit Verträgen zu tun. Hier muss eine Entscheidung getroffen werden, damit man dann ein Okay geben kann für einen Vertrag. Mal schauen, was bei euch rauskommt, auch wie bei den anderen Luftzeichen. So, mein lieber Zwillingsgeborener, wir gucken mal, was wir so alles haben. Ich habe hier einmal den Anker, das steht halt für Arbeiten oder Arbeitsstelle für die Firma. Dann habe ich hier die Wolken, die Arbeitsstelle, ja, oder die Firma steht halt direkt vor dem dunklen Wolkenbereich. Das kann auch wieder das Thema Corona sein vielleicht. Dann habe ich hier die Sonne, schöne Kombination Sonne und Sonne, also helle Seite der Wolken. Das sieht schon mal sehr, sehr positiv aus. Und dann habe ich hier die Vögel, Gespräche oder irgendetwas wirst du erfahren oder vielleicht dein Gegenüber. Dann habe ich hier beunruhigende Nachricht. Muss ich das jetzt nach oben? Moment mal, kann man das auch so machen? Ja, genau. Dann machen wir das mal so. Beunruhigende Nachricht, Wohnzimmer, unverhofftes Geld. 32 ist der Mond. Dann habe ich die 33, den Schlüssel, der für die Sicherheit aussteht. So, mein lieber Zwilling. Es kann sein, dass du so wahrscheinlich eine beunruhigende Nachricht bekommen wirst und ihr wisst es ja eigentlich schon, weil das wurde ja schon halt gemunkelt in euren eigenen Firma, wo ihr arbeitet, dass ihr so wahrscheinlich halt arbeitslos werdet. Einige von euch werden ihre Arbeitsstellen halt verlieren und ja, also von der Theorie wird es zur Praxis umgesetzt, dass ihr dann eine beunruhigende Nachricht erhält. Das heißt, ihr werdet dann halt sehr wahrscheinlich zu Hause sitzen, ja, und dann nachgrübeln, wie kann ich denn, ja, mich bewerben, ja, was kann ich denn tun, damit ich dann, ja, irgendwie vorwärts komme. Es ist zwar am Anfang sehr erschütterlich, das kann ich auch sehr gut verstehen, aber da wir auch die Sonne und halt auch die helle Seite der Wolken haben, kann es bedeuten, so wie auch hier den Wohnzimmer, der für 3 Wochen bis 3 Monaten bedeutet, dass ihr innerhalb von 3 Monaten schätzungsweise ab jetzt vielleicht bis zum Sommer eine neue Arbeitsstelle finden werdet. Ihr werdet sehr wahrscheinlich auf euren Löhne verzichten müssen. Das kann passieren. Wollen wir nicht hoffen. Aber das kann passieren, weil sehr wahrscheinlich hat der Vater Staat sehr wahrscheinlich noch ein bisschen Schwierigkeiten betreibt, aufgrund der Forderung vor, naja, diesen entsprechenden Versprechen, ja, die der Staat oder ich sag mal, die Parlamentarier, die Politiker gemacht haben, um die Firmen zu unterstützen für diesen Kollabieren von diesen Wirtschaftssystemen anhand durch diesen Bacillus C-Problematik, kann es passieren, dass ihr dann natürlich im Leeren schauen werdet. Ja, weil vielleicht der Firmenchef zwar einen Antrag gestellt hatte, aber vielleicht ist es halt nicht bewilligt worden. Es kann sein, dass man halt noch drüber nachdenken tut, inwieweit man die Entscheidung treffen möchte, um die Bewilligung dann herauszubringen. Ja, da muss man halt doch Verträge unterschreiben. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, wo man diesen Antrag stellen soll. Ehrlich gesagt, ich habe da keine Ahnung, keine Erfahrungen. Das muss der Arbeitgeber selber wissen, irgendwie in dem Sinne, dass er sich mal kundig macht. Aber wenn man da nichts tut, dann wird es ein bisschen schwierig werden. Also, einige hoffen sie wahrscheinlich auf die Auszahlung für die eigene Firma.
Und es, also, dass man da dieses Notpaket beantragt, um die Firma zu schützen und zu retten. Und ihr wartet ja wahrscheinlich vielleicht für 3 Monate, bis dann überhaupt die Auszahlung überhaupt kommt. Ja, und das ist halt schwer. Ja, kann ich verstehen. Wir haben hier den Mond. Das steht halt für das Unmögliche möglich zu machen oder halt so ähnlich wie beim Eremiten, dass man nachdenken tut. Ja, wie soll es weitergehen? Grübeln und schlaflose Nächte. Ja, weil hier geht es ja auf jeden Fall um die Sicherheit und die fehlt einfach, die Sicherheit. Ja, das ist wirklich sehr schwer. Also echt, ihr habt wirklich halt keine gute Karten, liebe Zwillinge. Das tut mir aufrichtig leid. Aber eine, wie gesagt, eine Information, die ich für euch habe: Ihr werdet gefördert, ihr werdet Geld ausgezahlt bekommen. Ja, weil, wie gesagt, ich habe die Sonne und die Sonne steht für Ja. Ja. Und es kann so die Bewilligung so zwischen 3 bis, also oder 3 Wochen oder 3 Monate dauern, aber ich hoffe mal nicht, dass es 3 Monate sind, höchstens halt mal 3 Wochen. Und können aber auch 3 Tage sein, das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, aber das kann wirklich halt noch sich ein bisschen in die Länge ziehen. Liebes Universum, ich möchte gerne noch was wissen, ob man denn die Firma noch retten kann. Also, es wird ein Gespräch geben intern in der Firma. Welche Wege können wir gehen, um halt die Firma lukrativer zu machen? Ihr werdet ja wahrscheinlich neue Ideen mit einfließen lassen. Ja, das sind so Dinge, wo ihr dann noch nie was mit damit halt irgendwie was gemacht habt irgendwie. Ja, also ihr wollt vielleicht halt ein bisschen halt euch aufpäppeln, was Neues, Innovatives mit hineinfließen lassen. Das Universum, ich hätte gerne noch mehr Informationen. Oha, oha. Schwertenergie. Ja, das sieht nicht gut aus. Irgendjemand wird so richtig stinksauer werden. Also hier muss jemand so ein bisschen seine Emotionen zügeln, weil das kann wirklich zu aggressivem Streit kommen oder ausarten. Bitte keine Aggression, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, bitte nicht aggressiv sein, weil das bringt nichts. Wird sogar noch viel, viel schlimmer werden. Ach du Schreck. Ja gut, also das ist nichts Schlimmes jetzt, ja. Co-Abhängigkeit kann bedeuten, dass ihr rein finanziell abhängig halt seid von eurer Firma aus. Ihr seid schier am Verzweifeln, weil sonst jemand so schwer bankrott werden gehen könnte, ja, dass man wirklich, wie soll ich sagen, man zwangsenteignet werden könnte als Arbeitgeber. Gut, das kann ich jetzt auch verstehen, natürlich diese Emotion, ja. Der Teufel steht für Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeit. Ja, ein Kind kann zum Beispiel halt co-abhängig von seiner Mutter sein, weil es halt irgendwo Hilfe benötigt, um erstmal zu lernen, selbstständiger zu werden. So, und eine Cheffigur ist sowas wie eine Art autoritäre Person, ja, und so wie auch eine Mutter eine autoritäre Person ist. Und so ist das halt auch mit dem Chef. Und der Chef, ja, klar, natürlich, die Mitarbeiter, die sind abhängig vom Chef, sind abhängig von ihrer Arbeit, weil sie abhängig vom Geld sind, damit sie dann sich dann halt auch was zu essen kaufen können. Ist ja auch logisch, ja. So, und hier ist sehr einer am Kippen, ja, mit der Firma und dem Ganzen. Man sehnt sich auch an die Vergangenheit. Ich habe die Nostalgiekarte. Das kann bedeuten, dass es mal bessere Zeiten gab, wo ihr wirklich halt in Saus und Braus und im Prunk leben konntet oder eine bessere Zeit hattet, sage ich jetzt mal so mit diesen Worten. Und ihr sehnt euch nur noch danach, weil das ist zu einer Zerstörung, ja, von dieser Firma, die von euch halt ist, ja. Und ach, Gottes Name. Ja, Bacillus C, reine Verschwörung für mich. Also ich bin nicht in der Meinung, dass ich habe 5 Leute gekannt gehabt oder kenne sie zumindest, die Covid hatten, haben es überlebt, haben keine Schutzimpfung bekommen. Da frage ich mich, was soll denn diese Panik durch die Medien hindurch und durch die Politik? Das ist echt Wahnsinn. Krank. Richtig schizophren, das System. Okay, liebes Universum. Ja, schizophren oder kriminell? Das ist kriminell. Die zerstören die Grundlage in der Wirtschaft. Ja, und das sieht man ganz deutlich. Liebes Universum, magst du mir noch was für den Zwilling was sagen? Wahnsinn. Und dadurch werden natürlich die Steuergelder erhöht, wegen dieser ganzen Hilfsmaßnahmen.
auf sicherem Boden stehen wollen. Spielen. Kann sein, dass vielleicht eine Behörde mit euch spielen will, wird, ja, weil sie Geld sparen wollen. Ja gut, die Behörden haben natürlich auch ihre Geheimnisse, ne? Seid bitte vorsichtig, ja. Also, es ist schon hart. Oh je. Das könnte mir auch passieren, ja. Also, wie sagt man das denn eigentlich nochmal so richtig? Fassungslos so. Oder man ist außer sich. Man ist außer sich. All die Jahre hat man die Firma gehalten gehabt, all die Jahre hat man die Firma richtig gut gelenkt und gesteuert. Und dann plötzlich, durch diese Corona-Krise, wird alles vernichtet. Ja, so das Gefühl von mir. Aber du hast noch die Chance hier. Ja, das ist dein Jackpot. Mach das dir nicht kaputt durch die Aggression, nur weil da ein Beamter mit dir spielt. Droh bitte den Beamten mit Rechtsanwalt. Ganz, ganz wichtig mit Rechtsanwalt. Ja, bleib einfach locker. Auch wenn es dir schwerfällt. Ja, kein Streit beginnen, nicht mit Gewalt drohen, ganz wichtig, und auch nicht beleidigen mit Schimpfbegriffe. Ja. Versucht einfach klar den Kopf zu behalten und auch nicht solche Sätze zu sagen, das ist verrückt, weil da sind die jetzt inzwischen getrimmt, die Beamten oder die, ich sag mal so, auch die Angestellten, dass sie darauf reagieren, dass sie dann sagen sollen, ach, sie haben mich beleidigt. Schon dieser Satz reicht vollkommen aus. Die Sache da ist total verrückt. Ist schon eine Art Beleidigung. Ja, so ist das angefordert worden von oben. Deswegen ich sag euch halt, achtet auf eure Emotionen, an das, was ihr sagen möchtet. Versucht euch vorher noch zu konzentrieren, bevor ihr überhaupt ein Gespräch führen möchtet, ohne dass dann am Ende Probleme kommt. Aber ich sehe, du wirst das auf jeden Fall tun. Du wirst das spielerisch schon hinbekommen. Ja, wenn der Vernunft wird siegen. Weil schließlich geht es ja auch um die Zukunft deiner Firma. Und hier habe ich nämlich, wie gesagt, die Sonne, die Klarheit rüberbringen wird. Und es wird auch viel Erleichterung reinkommen, auf jeden Fall. Ja. Bei der Mondkarte, ich kriege das gerade so mit rein. Wir haben ja viele Sterne. Und die Sterne stehen auch in den Orakeln. Ja, 1331 habe ich gerade im Display gesehen gehabt. Musste mal gucken, unter Engelszahlen auf Google. Kann auch für Erfüllung stehen. Ja. Zum Beispiel für Geld. Ja. Erfüllung. Ja. Sicherheit. Also du wirst es schon schaffen, aber wie gesagt, ja, seid bitte vorsichtig, wie ihr argumentiert, was ihr sagen wollt und ja, so gut wie möglich den Ball flach halten. Ganz, ganz wichtig. Ne? Also mein lieber Zwillingsgeborener, ich mache mich weiter. Also bis dann. Hallo mein lieber Waagegeborener, hier ist deine Legung für die zweite Jahreshälfte für Beruf und Finanzen. Ein kleiner Sorry, das war mein Sohn damals, wo er noch 3 Jahre alt war, da hat er Kickelkrakel-Hühnerfaxe gespielt gehabt. Ist nicht dramatisch, er ist doch noch ein Kind. Nichtsdestotrotz, lieber charmanter Waage, wir gucken jetzt mal, wie deine zweite Jahreshälfte ausschauen wird. Wir haben einmal hier die Eulen, einen netten Brief. Dann habe ich hier ein Kind, kann für Neuanfang stehen. Dann habe ich hier den Mond in hohen Ehren. Armut, ein langer Weg, Sterne und dann den Klee. Moment, ich würde mal gucken, dass ich Platz schaffe, damit ihr alle Karten sehen könnt. So. So, mein lieber Waagegeborener. Was nach oben? So. Es kann gut sein, dass du sehr wahrscheinlich im Rahmen deiner Familie eine Entscheidung treffen wirst. Du wirst dich unterhalten, ja, wegen der Arbeitsperspektive. Kann auch sein, dass du allgemein drüber nachdenkst, dass du halt einen Neuanfang haben möchtest. Du willst auswägen, sehr wahrscheinlich. Auswägen, also hier und hier, auswägen. Dir einen dritten oder vierten Rat holen, direkt vielleicht in der Familie, ob du dich vielleicht umbewerben sollst oder möchtest, ja. Weil der Mond steht auch vor eine neue Perspektive, sich zu erschaffen, mal auszuwägen, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ja, so viele verschiedene Monde, so viele verschiedene Möglichkeiten, ja, gibt es. Also das sind jetzt halt gedankliche Themen bei dir. Es kann sein, dass du, okay, da sind jetzt nicht alle mit in der Reisegruppe drinne. Es kann sein, dass du entweder halt als Erzieherin arbeitest und du möchtest gerne halt wieder in deinem Beruf arbeiten, aber irgendwie stimmt da was halt nicht momentan.
keine Ahnung, was los ist. Entweder du bist arbeitslos geworden oder bist die ganze Zeit arbeitslos. Weißt du vielleicht halt, ich kriege das gerade so energetisch mit rein per Channeling-Verfahren, dass du vielleicht in der Mutterschaftspause warst und jetzt eigentlich wieder arbeiten gehen könntest, rein juristisch gesehen. Und du schreibst dann einen Arbeitgeber zum Beispiel an. Mit der Anfrage, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus? Kann ich denn wieder arbeiten gehen? Von der einen Seite her, natürlich wäre es toll, wenn du arbeiten gehen könntest, ja, weil du ein Problem auch hast wegen den Finanzen, weil wir haben hier auch Armut und ein langer Weg. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, dass du so arm bist, ja, oder dein Gegenüber, je nachdem. Aber du versuchst auf jeden Fall das Mögliche möglich zu machen, um aus dieser finanziellen Krise herauszukommen. Ja, vielleicht war die Mutterschaftspause wirklich auch sehr anstrengend und hat auch sehr viel Geld gekostet gehabt. Und nun möchtest du halt endlich wieder mehr Geld verdienen können. Aber ich habe hier deinen langen Weg dabei und ich weiß nicht. Es kann aber auch sein, so kriege ich das auch an, das ist jetzt wieder ein anderes Szenario. Entweder bist du eine Erzieherin und arbeitest überhaupt zurzeit ja gar nicht, hast vielleicht halt eine Prüfung absolviert, weil die Eulen können auch für behördlichen Briefe stehen oder für Schriftzüge, nicht nur halt für Diskussionen oder Gespräche, ja, oder Tratsch oder Klatsch, weil Eulen sind sehr speziell, weil die Eulen symbolisieren ja auch halt behördliche Themen. Kann auch hier was mit juristischen Geschichten hier zu tun haben. Vielleicht arbeitest du halt irgendwie beim Jugendamt und es kann sein, dass du halt auch hier solche entsprechenden schwierige Themen auch hier hast. Ja, gerade halt wegen der C-Krise-Problematik. Es kann aber auch sein, wie gesagt, dass du auch eine Azubine warst oder ein Azubi und du hast deine Prüfung halt bestanden gehabt, weil jetzt ist die Prüfungszeit gewesen für viele Azubis und man möchte gerne irgendwo vorwärts kommen und man möchte sich dann auch umschauen, welche Wege kann ich denn jetzt gehen, damit ich in meinem gelernten Beruf einfach halt starten kann, Neuanfang. Kind steht auch für Neuanfang. So, das muss jetzt aber nicht unbedingt was jetzt im Bereich Pädagogik zu tun haben. Das kann jetzt halt alles Mögliche bedeuten in Bezug auf Ausbildung. Ja, weil Kind steht für Neuanfang. Das heißt, du hast vielleicht hier eine Prüfung bestanden gehabt und möchtest dementsprechend dann jetzt auch in deinem gelernten Beruf, nachdem du halt geprüft wurdest, auch endlich da ankommen, wo du auch gelernt hast. Aber du siehst halt, ne, der ganze Chaos oder Kauderlsch, was wir hier momentan halt wegen der C-Krise auch haben, dass du hier verdonnert bist, zum Abschuss bereit, in die Armut hineinzufallen. Sehr wahrscheinlich musst du einfach halt in die Behörde gehen, entweder, um dann halt ergänzende Hilfe dir zu holen oder sagen wir mal halt Hartz IV oder keine Ahnung was. Und du hast Angst auf jeden Fall, dass du also sehr, sehr lange halt in der Arbeitslosigkeit bleiben wirst. Ich kann dir aber sagen, da du hier die Sterne hast und auch den Klee, dass du trotzdem noch eine Chance hast, also Glück hast, weil alle beide Karten sind Glückskarten. Ja, es kann sein, dass du in der nächsten Zeit, weil das ist kurzes Glück, ne? Also Blüten oder Blumen stehen halt für kurzes Glück und Stern kann halt für Erfolg bedeuten, dass du halt trotz all dem eine Arbeit finden wirst, ja. Also du wirst halt versuchen, das Unmögliche halt hier möglich zu machen, ja. Das bedeutet, die Karte hier, ne, zu hohen Ehren kommen bei den Kipperkarten. So, und ich versuche noch ein bisschen mehr rauszubekommen bei den Karten. Wartet mal kurz. Ich krieg das rein, dass du kämpfen wirst, damit du nicht arm wirst. Also du kämpfst gegen Armut an. Ja, du willst das nicht. Du hast das Gefühl, als ob du halt eine Art Ehrgeiz in dir spürst, dass du dagegen ankämpfen möchtest, ja. Und das ist aber sehr, sehr gut, ne, diese entsprechende Energie. Du wirst Bewerbungen schreiben auf jeden Fall. Ah, ich krieg noch was rein. Einige von euch werden sogar Bewerbungen schreiben direkt in den Behörden. Gibt es auch, ne? Also kommt drauf an, wo du lebst, ne? Und jede Behörde oder jede Stadt hat so ihre eigene Website und da kann man natürlich halt auch Bewerbungen einreichen. Ne? 8-8 habe ich gerade gesehen gehabt. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel beim Jugendamt arbeiten solltest, angenommen, kann es sein, dass du sehr wahrscheinlich am liebsten einen Neuanfang haben möchtest, weil du selber merken wirst,
Ja, ich würde noch für Deutschland halt auch für die politische Situation auch noch Karten legen, das möchte ich euch auch nochmal sagen, dass eigentlich massenweise Menschen aufgrund der C-Krise in Armut verfallen werden. Du siehst da eigentlich gar keine Chancen, ja, für eine lange Zeit nicht, dass die Menschen sich so sehr schnell erholen können. Aber du irrst dich, weil wie gesagt, ich habe hier die Sterne und ein Kleeblatt, ne? Also Klee. Viel Glück werden die Menschen doch haben. Die werden es schaffen, sich aus dieser Krise sich da herauszuholen. Naja, vielleicht noch mal ein paar Zusatzkarten, wäre nicht schlecht. So, jetzt mal schauen, liebes Universum, gell? Ich hätte noch gerne ein paar weitere Informationen für die Wagengeborenen. Das ist jetzt auch momentan Hightime ja eigentlich für einige Beamten oder sagen wir so Sachbearbeiter, die im Bereich Prävention arbeiten. Und da hat man so ein bisschen Bedenken. Na, kein Wunder. Destabilisierung ist das ja eigentlich, ne? Wenn man so genauer das beachtet, ne? Was man durch diese Bacillus C da verursacht hat, dann ist es schon ein bisschen, naja. So, jetzt mal gucken. Liebes Universum, magst du noch halt was den Wagengeborenen sagen? Gib noch mal ein paar Tipps oder Informationen. Na? Oh, die kleben ja schon energetisch, wie Magnete. Möchtest du auch was für den Weltfrieden tun? Dann klick einfach auf diesen Film oder geh in diesem Film unten in der Beschreibung und dort findet ihr zwei Links zu meinen Online-Shops. Denn dort könnt ihr was finden für einen Weltfrieden. Denn nur gemeinsam können wir was erreichen, um einen Weltfrieden zu schaffen. Go for it! Let's dance by the sunrise used to be in the afternoons on the couch to read those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Das ist jetzt auch momentan Hightime ja eigentlich für einige Beamten oder sagen wir so Sachbearbeiter, die im Bereich Prävention arbeiten. Und da hat man so ein bisschen Bedenken. Na, kein Wunder. Destabilisierung ist das ja eigentlich, ne? Wenn man so genauer das beachtet, ne? Was man durch diese Bacillus C da verursacht hat, dann ist es schon ein bisschen,
Naja. So, jetzt mal gucken. Liebes Universum, magst du noch halt was den Wagengeborenen sagen? Gib noch mal ein paar Tipps oder Informationen. Na? Oh, die kleben ja schon energetisch, wie Magnete. Da hängt sich jemand rein energetisch sich an irgendetwas sehr arg fest. Bedeutet das. Also, man will versuchen, auf einem anderen Ufer zu überschreiten. Das Universum, was magst du noch den Wagengeborenen sagen? Ach, da gibt es sogar Liebesthemen bei dir. Wie kann man das vereinbaren? Ah, oh, ist nicht einfach. Ah je. Also ich habe hier den Page der Schwerter, der steht für Nachrichten. Können auch juristische Nachrichten sein. Okay, ich kriege per Channeling was rein. Liebespaare muss nicht unbedingt Liebespaar sein. Das könnten schon Familien, also Eltern sein vielleicht wegen einem Kind. Vielleicht muss nicht sein. Also es kommt drauf an. Also es kann sein, dass man da halt irgendwie Terz irgendwie mit einem Pärchen hatte. Wenn ihr mich gerade fragt, warum bist du so leise, warum bist du so stumm, ich versuche zu channeln, weil ich versuche das zu verbinden mit Beruf, Finanzen und Karriere, weil das sind schon Liebesthemen. Ja, und was bedeutet das, liebes Universum? Was magst du mir damit sagen? Page der Schwerter an der Nachricht. Übermitteln, dass jemand halt überführt wurde. Das ist ja grauenhaft. Ach, muss man das sagen, ja. Das sind aber nicht alle damit drin. Ich bin noch am Channel, wartet noch ein bisschen. Und das da? Was soll das? Was heißt das? Okay, es kann sein, dass einige Sozialpädagogen vom Jugendamt einige Kinder aus Familien herausgeholt haben, wo dementsprechend halt ein Coronavirus-Fall war. Diese Kinder sind überführt worden in irgendeinem Heim oder in einer Einrichtung. Man wird sich entschuldigen, ja, von den Eltern. Es tut uns leid, dass wir ihr Kind genommen haben, weil das habe ich suggestiert bekommen gehabt, nämlich diesen Apfel symbolisiert auch das Kind hier hinsichtlich, weil wir haben hier auch ein Kind. Seht ihr das? Kind, Kind. So, und es kann sein, dass ihr natürlich dadurch halt einen Disput bekommen könntet, ja. Ihr müsst das mal klären, wenn diese C-Krise vorbei ist, dass die Kinder zurücküberführt werden sollen bei den Eltern. Ja, seid bitte fair. Bitte fair play. Nichts mit Hinterhältigkeit, mit Kinderraub. Ja, also das wäre wirklich halt, Karma is a bitch. Das dürft ihr nicht vergessen, weil alles kommt auf euch zurück, was ihr andere Menschen antut. Es ist ganz wichtig, dass ich das sage. Weil das mit der C-Krise, die Kinder aus intakten Familien herauszunehmen, wenn jetzt zum Beispiel hier der Fall wäre wegen Coronavirus, nur weil da ein Fall ist, der ja positiv gemeldet wurde, und danach am Ende das Kind nicht zurückzubringen in die Familie, das ist Kindesraub. Das ist Entführung. Und das ist nicht gut. Das ist kriminell dann, ne? Dafür kann man ja belangt werden. Na gut. Tja, ist recht. Ich habe hier mehr Sozialpädagogik irgendwie drin. Sozialarbeiter, Pädagogik. Liebes Universum, magst du mir noch mal was geben an Karten? Ich krieg auch Hebamme rein. Okay, also wenn du zum Beispiel schwanger bist, ja, und in die Mutterschaftspause gehen solltest, dann kann es passieren, dass die Familienangehörigen oder dein Lebensgefährter, wenn ihr nicht verheiratet seid, eine Nachricht erhalten werdet, aufgrund der Corona-Krise, dass nur die Patientin mit dem Baby im Krankenhaus sein darf,
alles an Besucher dürfen leider nicht also in die Station reingehen, sondern man darf nur Privateigentum der gewordenen Mutter überreichen, anhand durch die Krankenschwester. Also sowas zum Beispiel. Und ja, es wird aber ein schönes Wiedersehen auf jeden Fall geben. Weiß jetzt nicht, warum ich jetzt unbedingt jetzt halt dieses Thema hier habe im Beruf Finanzen und Karriere. Weil normalerweise, es kann auch sein, halt wegen den Zuschauern, weil manchmal ist das Universum auch fies, dass die dann dementsprechend wichtige Botschaften durch meinen Kanal an den entsprechenden Zuschauer weiterleiten. Und dann wundert man sich, hä, was hat denn das hier bitte mit Beruf und Finanzen zu tun? Aber wirklich, wir haben sehr viele Themen mit Kindern, ja, und Armut, ein langer Weg. Also, wie gesagt, ihr werdet es schon schaffen, ja, weil, wie gesagt, ihr habt Sterne und ein Kleeblatt und das gibt gute Chancen für euch, ja. Ist jetzt ärgerlich für die Wagengeborenen, die jetzt halt keine Kinder haben oder keine Kinder bekommen werden. Deswegen guckt bitte mal in euren Geburtschart nach anderen Sternzeichen, ja, unter www.astro.com und schaut nach euren Aszendenten. Zuzüglich halt auch in den anderen Planeten, wie zum Beispiel im Bereich Sonne, Mond und natürlich auch im Bereich Mars und Jupiter. Ja? Und wenn ihr da andere Sternzeichen habt, dann bitte guckt auch in den anderen Orakeln, also in den anderen Sternzeichen hinein. Vielleicht seid ihr dort in Resonanz. Okay, anders gesprungen. Eine Lebensaufgabe. Und spielerisch mit damit umgehen. Oh, schon schwierig, ja. Wir haben, wie gesagt, diese Themen, das habe ich euch noch nicht gesagt, sind die Allgemeinenergien hier, die ich vergessen hatte, euch zu vermitteln. Also es sind schon Behördenthemen hier auf jeden Fall. Ich habe hier die Treppe, was mit Entscheidung zu tun hat und Rechtsprechung. Zuzüglich halt auch dann noch Verträge. Ich gehe mal davon aus, dass es hier tatsächlich hier um Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Erzieherinnen, Erzieher, Hebammen hier geht und um eine betroffene Familie, wo vielleicht halt eine Frau ein Kind vielleicht bekommen haben könnte und aber mit Covid, angeblich mit Covid erkrankt ist. Ja, und ich kann, wenn du jetzt Mutter geworden bist und es dich betrifft, hab keine Angst. Das Kind wird dir wieder zurückgegeben. Ja, weil wir haben, wie gesagt, auch hier die Karten. Du kriegst auch diesen Schreiben, ja, dass man dir das Kind zurückgeben wird. Man wird sich auch bei dir entschuldigen, auf jeden Fall. Ja, das Kind kommt wieder. Ne? Also, hier ist die Überführung des Kindes in eine spezielle Einrichtung. Ich habe bei Channeling-Verfahren erfahren gehabt, dass dieser Apfel symbolisiert dieses Kind. Ja, weil wir haben ja auch Kinderthemen. Ganz wichtig, dass du es weißt. So, mein lieber Vagegeborener, das ist ja wirklich sehr interessant, die Legung. Ich wünsche dir alles Gute für die zweite Jahreshälfte, ja. Und auch viel, viel Gesundheit und auch alles Gute fürs Kind, falls du Mutter geworden bist. Ansonsten, wie gesagt, guckt in euren anderen Geburtscharter rein, wo ihr noch dann im Resonanz sein könntet, im Bereich Aszendent, Sonne, Mond, Mars oder Jupiter. Und vielleicht seid ihr dort im Resonanz, meine Lieben. Also bis dann. Hallo, mein lieber Wassermanngeborener. Hier ist deine zweite Jahreshälfte-Legung für Beruf, Finanzen und Karriere. Ich habe die allgemeine Energie, die Wendeltreppe, Rechtsprechung und zuzüglich halt auch noch den Ring, der für Verträge stehen können. Könnte auch ein Thema zum Thema Behörden sein. Vielleicht müsstest du halt noch ein paar Behördengänge machen. Oder wenn es halt um eine Entscheidung geht, direkt von einem Arbeitgeber. Oder vielleicht von einem, ich sage halt mal so, von einem Kunden, da muss dementsprechend noch ja, überlegt werden, inwieweit man miteinander im Geschäft kommen kann. So, mein lieber Wassermanngeborener, wir wollen mal gucken, was wir in deine Karten finden. Also, wir haben einmal hier den Tod für Transformation. Bitte keine Angst, Tod ist hier in dieser Hinsicht nichts Negatives unbedingt. Eine Veränderung, ein Theater, ein Drama vielleicht wird irgendwie auf dich zukommen. Es kann sein, dass du einen Streit haben wirst mit einem Menschen, der im Sternzeichen Skorpion sein könnte oder im Aszendenten Skorpion, also im Wasserzeichen. Vielleicht bist du mit dem Skorpion im Resonanz. Guck dir bitte mal den Skorpion noch an. Dann habe ich hier den Kompass.
Jetzt wird es interessant. Beim Mischen habe ich extremst viele Karten bekommen. Normalerweise würden wir sagen, nee, machen wir nicht, aber es sind immer wichtige Botschaften dabei. Und deswegen wollte ich halt mal das halt nicht außen vor halten. Es kann sein, dass du lange Zeit auf irgendein Geld warten wirst, den man dir überweisen wird von einer Bank. Weil ich habe hier die Kombination Online-Banking, kann ja aber auch zum Thema Online-Business zu tun haben. Ich sag doch hier, du kannst mit dem Skorpion im Resonanz sein. So, und du wirst auf jeden Fall auf ein Geld warten, der aber auf dem Weg sein wird. Reiches Mädchen, vielleicht bist du eine sehr kultivierte Person. Dann hast du hier den Diebstahl, viel Geld gewinnen. Dann habe ich hier den Brief. Oh, das sind echt viele Karten. Und dann noch den Schiff. Mein lieber Wassermann, es sind jetzt natürlich, wie gesagt, nicht immer alle gleich in der Resonanz. Guckt bitte auch in eurem Aszendenten nach Sonne, Mond in Mars und Jupiter, ja, wo ihr noch in anderen Sternzeichen im Resonanz sein könntet, ja, weil hier gibt es auch mal Ausweichungen. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr das halt wisst. Ich fange jetzt mal an mit dem Deuten. Wir haben hier den Sarg, dann den The die Theaterkarte, den Kompass, was es mir auch eher so aussagt, dass du sicherlich halt mit jemandem wieder in Kontakt kommen wirst, der vielleicht halt also sehr viel Theater machen wird. Vielleicht war dem Disput. Vielleicht passt ja auch gar nicht wirklich miteinander. Ja, normalerweise ist das so, dass du vielleicht halt irgendwie eine sehr sympathische Person bist, weil ich habe hier das reiche Mädchen. Ja, und es kann bedeuten, dass du halt zwar halt nicht so nach seinem Beuteschema aussiehst, aber dementsprechend halt irgendetwas in dir hast, was auch sehr sympathisch sein kann. Ja, und wie gesagt, wir haben hier auch die Sonne, hier bist du sehr sympathisch, aber dann gibt es von hinten herum Gelächter. Ja, und dann, bäh, was soll denn das? Die ist so voll komisch, die ist verrückt, die ist dies, die ist das. Nee, nee, du lieber nicht, ja. Also hier hat jemand viel, viel Angst. Das ist schon typisch Wasserenergie, was ich hier sehe. So, und hier gibt es jemand, der immer so diesen Perspektivenwechsel halt macht. Vielleicht so ein bisschen wie ein Weltenbummler ähnlich. So kriege ich das gerade halt rein, ja. Jemand, der sich nicht festlegen möchte. Jemand, der nicht sagen kann, ob man sich überhaupt entscheidet für eine feste Partnerschaft. Das ist ja ein Beruf, Finanzen und Karrierelegung, das ist richtig. Aber ich erkläre halt hier nur die Charakteristik von diesen Personen, wie er oder sie über dich gedacht hat. Und es kann im Grunde genommen sein, dass es halt ein Mensch ist, der sehr kalt und sehr schwierig ist, ja. Der halt irgendwie so gerne mal so, ja, die Hose auf dem Popo anhat, ja, wo er sagt, da geht's lang, ja, oder da geht's lang, hier geht's lang, dort geht's lang. Und du willst ja eigentlich solche Person ja gar nicht haben, ja, in deinem Leben. Es kann sein, dass es halt in der Vergangenheit liegt, weil Tod kann ja auch für Vergangenheit stehen, alles, was gewesen ist, ja, weil ich ja auch den Uhrwerk habe, schätzungsweise 2 bis 3 Jahren, dass es halt vergangen ist, ja, weil irgendwie ich kriege die Energie Vergangenheit rein. Dass du dann halt dir die Zeit gelassen hast nach einer Trennung, ja, dass du dann kreativ dann halt bist. Es kann sein, dass du im Internet gearbeitet hast, irgendetwas halt mit Online-Business, weil die 43 kann auch fürs Internet, für Online-Business stehen. Ja, und weil wir haben ja auch, wie soll ich sagen, den Turm oder Palast, ja, Fische, was auch für Geld steht, ja, und dann den Schiff. Schiff kann auch Ausland bedeuten. Es kann sein, dass du Geld erwarten tust aus dem Ausland und das wird ein bisschen langsam kommen, aber es wird kommen auf jeden Fall, weil wir haben, wie gesagt, hier auch dann die Uhrwerkkarte. Also, wenn es hier um dein Online-Business geht, wirst du dich richtig ärgern, wenn das Geld nicht bei dir ankommen sollte, weil es Schwierigkeiten sehr wahrscheinlich mit dem Transfer geben wird. Vielleicht werden Ausländer aus dem Ausland deine Produkte kaufen und du hast ein Eurokonto und dementsprechend kann es ein bisschen Komplikationen geben wegen den Konten. Ja, weil es ein ausländischer Konto ist und du vielleicht halt ein deutsches Konto hast und dementsprechend kommt dann das Geld vielleicht ein bisschen später an, als es eigentlich hätte sein müssen. Es kann sein, dass es halt 3 Wochen dauert, bis das Geld angekommen ist. Ich hoffe mal nicht, aber das könnte passieren. Oder wenn du zum Beispiel halt oder wenn du, ich habe ja zweimal Schiffe, jetzt sehe ich das erst. Das ist ja doppelt mal Schiff, Schiff.
Das ist ja aber interessant. Das habe ich ja gar nicht gemerkt gehabt, seht ihr? Das kann bedeuten, dass du zweimal Geld erhalten wirst. Entweder einmal wegen deinem Online-Business oder wenn du zum Beispiel eine Rentnerin bist oder Rentner und auch noch ein Online-Business betreibst, dass du vielleicht zwei Konten besitzt oder drei oder vier Konten. Das gibt es mehrfach sogar, habe ich schon gehört, dass du in einem Konto deine Rente beziehst, in einem anderen Konto vielleicht halt dein Businessgeld, also dein Gewerbe, dein Einkommen oder wie sagt man das, Umsatzsteuer, ja, ausgezahlt bekommst. So. Und es kann sein, dass du am Anfang aufgrund dieser Situation hier jammern wirst, ja, das ist so ungerecht, die wollen mich beklauen, vielleicht erwartest du dein Geld, ja, von der Rentenversicherung. Und auch vielleicht halt dein Lohn, ja, oder dein Geld, was du halt also durch dein Online-Business halt verdient hast. Und es kommt irgendwie sehr überspätet an. Du wirst dich auch melden, wirst auch sagen, hallo, hier bin ich. Haben Sie denn nicht schon gewusst, ich erwarte eigentlich noch Geld von Ihnen? Ich hätte gerne mal. Ja, und es wird aber kommen. Es wird zwar ein bisschen eine Verzögerung geben, ja, aber es wird kommen. Also es kann sein, dass einige von euch im Ausland leben oder auch schon ausgewandert sind und dass es dadurch halt auch Komplikationen geben könnte. Wenn es jetzt aber hier um einen Skorpiongeborenen gehen sollte, der jetzt halt ein bisschen komisch, sehr narzisstisch ist, kann es passieren, dass du vielleicht erwidern würdest, der will mich ja nur wegen meinem Geld. Der will mich doch nur wegen meinem Geld. Der will mich doch nicht aus Liebe. Der will mich doch nur wegen meinem Geld. Vorher war ich ja total uninteressant und jetzt plötzlich, wo ich es so toll habe, plötzlich bin ich voll interessant. Wie gehe ich mit damit um? So, deswegen sagte ich dir, bitte guck dir mal diese Skorpione an. Ja, weil der widert schon halt einen Richtungswechsel. Oh, da kommt ja was. Erst war es, Diebstahl kann auch für Armut stehen teilweise, ne? Weil warum stiehlt man? Weil man arm ist. So, und es kann sein, dass du private Schulden gemacht hast und du möchtest gerne die privaten Schulden ausgleichen bei deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten und du hast die ganze Zeit das Geld dazu nicht gehabt und möchtest das gerne aber zurückzahlen. Die Leute denken ja, die klaut ja doch nur, sie leiht sich Geld aus, aber zahlt es nicht zurück. Aber demnach ist das bei dir ja nicht so. Du sagst halt auch für dich selber persönlich, ich will es doch zurückzahlen. Nur ich kann das zurzeit halt nicht, weil das einfach halt mit dem Geld von vorn bis nach hinten einfach nicht ausreicht. Aber du wirst ab Herbst, weil das kann ja auch Herbst sein, Oktober, September, November um den Dreh herum, schon vielleicht auch in August, wirst du sehr viel Geld erwarten, viel Geld gewinnen. Und dann das Positive an der Geschichte ist, dass du dann halt deine Privatschulden ausgleichen wirst. Ja, Wasserelemente, Wasserenergie. Ja, du wirst so glücklich sein, dass du dann halt deine Freunden ja durch das Internet berichten wirst, hier bin ich habe sehr viel Geld jetzt inzwischen erlangt, ich möchte gerne meine Schulden bei euch auszahlen, ausgleichen. Und es tut mir so herzlich leid, dass ich so lange warten, dass wir alle so lange warten mussten, bis ich jetzt endlich meine privaten Schulden bei dir auszahlen konnte. Ja, das ist eine positive Nachricht jetzt für dich, ne? Weil wenn du ein gutes Gewissen hast, dass du gerne halt deine Schulden zurückzahlen tust, aber nicht kannst, dann kann ich dir jetzt sagen, du wirst es zurückzahlen können. Mach dir nicht den Kopf, das Geld wird im Herbst kommen, ja? Und nicht wenig, nicht wenig, das wird richtig viel sein. Das wird extremst viel sein. Die Menschen werden von überall her deine Produkte kaufen, ja? Das geht bis zum Landes hinaus hinweg in anderen Kontinenten. Ja, es werden zwar Verzögerungen kommen, aber mach dir nicht den Kopf. Das hat aber nichts mit dir oder mit Betrug zu tun. Das ist ein Problem wegen den Währungen. Ja, also wenn du, wie gesagt, einen europäischen Eurokonto hast und vielleicht aus, ich sage jetzt mal nur als Beispiel, aus irgendeinem arabischen Kontinent Geld erwartest, dann wird es Schwierigkeiten mit einem Transfer geben. Das kann sich verzögern bis zu 3 bis oder 4 Wochen, wenn das sein muss. Dann müsst ihr natürlich mit den Banken halt sprechen oder zumindest halt denen auch schreiben. Hier, hallo, wo ist mein Geld? Nix, zapp, zapp. Ja, ich hätte gern mein Geld wieder. Ja, und ja, das wird so gut laufen, ne? Also, einige werden natürlich halt auch reich werden, weil das ist Jackpot.
Das kann auch was mit Spekulation zu tun haben. Spekulation? Weiß nicht. Börse, Bitcoin, keine Ahnung. Das kann sein. Das kann sein. Muss nicht, kann aber. So, warte mal gucken. Liebes Universum, ich hätte gerne noch mehr Karten. Oh, das wird ein langes Reading. Schon bei den Wagengeborenen war es schon ziemlich lang. Minuten achten. Was möchtest du dem Wassermann denn noch so alles sagen? Also das muss jetzt nicht unbedingt jetzt halt ein Kampf, ein körperlicher Kampf unbedingt bedeuten. Das nennt sich Wettbewerb. Das da ist ein harter wirtschaftlicher Wettbewerb. Du hast Konkurrenz, ziemlich viel Konkurrenz. Wenn es hier was zu tun haben könnte mit Bitcoin, mit Börsenspekulationen, sei bitte vorsichtig, lass dich nicht manipulieren von irgendwelchen Ängsten, ja, von Personen, die jetzt halt dir Angst zutreiben würden mit der Motto so, nein, das ist jetzt nicht die Zeit, um zu ernten. Nein, lass es dir nicht auszahlen. Hör nicht auf die. Hör auf dein Bauchgefühl. Ja, das sagt mir die Karte hier aus. Ach, ich krieg noch was rein für dich, Wassermann. Falls du es hier mit einem, wie heißt denn das jetzt, Fisch, Krebs oder Skorpiongeboren zu tun hast, mit denen du halt einen sehr schweren Dualseelenprozess warst, der wird jetzt auch dann demnächst wiederkommen und mit dir einen Disput haben. Aber bleib locker. Das war jetzt Channeling, ne? Na, was ist jetzt? Seht ihr, die Karten lügen nicht. Ich habe es gerade gesagt. Gerade eben habe ich es gesagt. Per Channeling habe ich es gespürt, ja. Ja, ja. Da wird einer versuchen, sich anzubandeln. Also, es kann sein, dass du ein Dualseelenprozess warst mit einem Menschen, der sehr narzisstisch war. Und der versucht halt irgendwie Streit mit dir zu suchen. Du natürlich bist in die innere Heilung gekommen, ja klar. Lässt es aber nicht zu, dass du ihn nochmal in dein Leben reinlässt. Weil nämlich halt der Ass der Stäbe steht auf der Kopflage und weil du dir selber halt die ganze Zeit die Frage stellst, für was soll ich denn jetzt für ihn noch opfern? Für was denn? Was will er denn von mir? Nein, ich konzentriere mich auf meine Karriere, ich konzentriere mich auf meinen Beruf. So, und das sieht man sehr toll, ja, dass du es geschafft hast, von deinem Dualseelenprozess wegzukommen, falls du eine Dualseele hattest, wo du mit diesen Menschen immer diesen On-Off, On-Off, On-Off hattest. Und es wird einen Disput mit diesen Menschen schon geben. Aber ein anderer wird auch noch kommen, der jetzt halt ein Skorpion ist. Aber ja, es ist halt jetzt bei jedem unterschiedlich. Einige werden halt kämpfen, um dich kämpfen als Wassermann, mein lieber Wassermann. Weil das ist ja dein Sternzeichen hier, Wassermann, ne? Das ist deine Karte. Der wird um dich kämpfen. Aber er oder sie wird sehen, dass er oder sie dich verloren haben. Keine Chance mehr. Tschüssi, wirst du sagen. Ciao, Bella Bello. Tja, das war's. Ja. Die Kelche, die hier stehen, sind mir viel wichtiger. Ja, und viel, viel heiliger, bevor du mir noch mehr Kelche auf den Boden kicken tust. Nee, nee. Mein Glück wirst du mir hier nicht zerstören, nur weil du Statussymbole ausleben möchtest und keine Ahnung was. Nein, nein. Ja, es kann sein, dass du nämlich halt stockreich wirst. Muss aber nicht sein. Lassen wir das mal hier mal kurz mal auf die Seite. Jetzt wollen wir mal gucken, dass ich noch die Dorian Virtue-Karten hier für dich lege. Das ist schon ziemlich speziell, die Karten. Ich krieg noch was rein. Es kann sein, dass von seiner Familie Menschen geben wird, die versuchen werden, sich wieder mit dir sich zu versöhnen, um dann halt an deinem Geld, an deinem Eigentum sich zu krallen. Lass es nicht zu, lass hier außen vor. Wenn du die ganze Zeit uninteressant für die warst und jetzt plötzlich interessant wirst, weil du steinreich wirst, nein, nein, dann ist es der Freundschaft in der Familie nicht wert. Man kann auch dann draußen Kaffee trinken gehen. Lass die nicht in deine Wohnung rein, nein.
Weil ich sehe, du bist auch eine sehr intelligente, sehr kultivierte Person, ja, die auch sehr sozial ist, hilfsbereit ist. Kann sein, dass du aus Akademikerkreisen kommst. Ah ja, die Tagträume. Das kann wegen der Zielkrise sein, das kann gut sein, ja. Unschuld. Ja, die Tagträumen. Tja, das ist das Problem. Du hast sehr lange an deinem Projekt gearbeitet gehabt und du wartest nur, dass endlich die Kunden kommen, ne? Aber die werden kommen. Die Krise, die wir haben, ist die Bremse aller. Verstehst du? Und tja, kann dich verstehen. So ähnlich geht es mir auch. Ich kann lange warten. Naja, gut. Falls du ein Kind haben solltest, jetzt kannst du auch die Zeit für dich nutzen, einfach dich um dein Kind zu kümmern, wenn du sehr viel gearbeitet hast, auch nachts über vielleicht. Ja, jetzt, dass du einfach etwas halt nachholen kannst mit deinem Kind. Ne? Also ich habe ja auch sehr viel Engelenergie, weil wenn so eine Karte kommen sollte mit einem Engel, dann bedeutet das halt auch, dass das von Gott geschützt wird. Ja, das ist alles göttlich geführt hier. Und ja, so mein lieber Engel, es tut mir leid. Soll ich da noch was sagen irgendwie, liebes Universum? Nö. Okay. Ja, also das war's jetzt halt, ne, für die ganzen Luftelemente. Und ich krieg was rein. Dankeschön da oben. Es sind jetzt nur die letzten paar Prügelchen oder wie, ja? Wendeltreppe. Rechtsprechung und dazu halt dann noch den Ring. Das muss jetzt nichts Behördentechnisches sein. Das kann jetzt natürlich halt auch Karma bedeuten. 222 habe ich gerade gesehen gehabt. Ha, das war jetzt von oben geführt. Mein lieber Wassermann, dein Karma-Konto ist überfüllt mit Plus. Auf dich wartet viel Ruhm und Ehre. Ja, 2222. Göttliche Kommission. Dein Karma-Konto ist voller Plus. Du bist sehr spirituell, sehr wahrscheinlich. Du hast sehr viel getan gehabt, Gutes auch für die Menschen. Und auf dich wartet eine Überfülle. Das ist eine Entscheidung vom lieben Gott selber, der aber auch in dem Buch des Lebens halt so niedergeschrieben ist. Ein Vertrag liegt bei dir vor. Und das wird jetzt alles hier ausgezahlt. Es kann passieren, dass ein Konzern von sich aus sich bei dir melden wird oder sogar einfach, wenn du jetzt zum Beispiel, wie nennt man denn das denn jetzt halt, das mit dem Affiliate Marketing, ja, wie Spreadshirt oder sowas ähnliches, wenn du da halt so ein Konto gemacht hast und halt irgendwas kreiert hattest, dass man da halt auch viel von dir bestellen wird, um das zu vermarkten. Da brauchst du gar nichts mehr zu machen, die machen das von alleine. Aber das ist ja nämlich halt das, was ich dir sagen wollte, dass du richtig geehrt wirst für das, was du hier gemacht hast. Irgendetwas hast du in der Vergangenheit gemacht gehabt, dass du wirklich sehr viel Geld gewinnen wirst. Ich kriege hier die 11 rein, das ist eine Meisterzahl. Und etwas kommt auf dich zu. Ja, Wahnsinn, du hast den Jackpot. Guck dir den Skorpion bitte noch an. Ich danke dir. Also, ich wünsche euch was.